Ahoi, liebe Camper-Nation, zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrt-Camper. Wir, ihr habt es gelesen, wir sind unterwegs in Rheinland-Pfalz weiterhin, sind aber jetzt im Ahrtal, das in diesem Jahr, also 2021, wirklich sehr stark gebeutelt worden ist mit der Jahrhundertflut. Und hier werden wir Silvester verbringen. Und auch Neujahr werden wir hier verbringen. Und ihr habt es vielleicht schon mitbekommen, jetzt gab es keine Werbung vor diesem Video. Wieso, weshalb, warum, das erklären wir euch nach unserem Intro. Ja, euch ist vielleicht was aufgefallen, was sonst in anderen Videos dabei war. Am Anfang lief diesmal keine Werbung. Das wird hier kein werbefreies Video sein, sondern es wird ein bisschen Werbung hier eingeblendet werden. Vielleicht auch ein bisschen mehr als sonst üblich. Aber jede dieser Werbeeinnahmen, die mit diesem Video und auch mit dem anderen Video, was ihr schon gesehen habt, was da an Werbung lief, das werden wir 3 Monate lang aufsammeln, werden das dann aufrunden auf eine runde Summe und das geht dann entsprechend hier ins Ahrtal. Wir wissen noch nicht genau für welches Projekt. Es gibt nämlich sehr, sehr viele Projekte. Dazu haben wir auch im anderen Video was berichtet. Trotzdem möchten wir euch sagen, schaut gerne diesmal die Werbung, also wenn es nicht gerade 20 Minuten geht, das macht mal YouTube manchmal auch gerne. Ja, aber versucht sie bis zum Ende zu schauen, umso mehr Einnahmen ist natürlich dann und umso mehr geht es dann zugute des Ahrtals. Deshalb noch nie war es so einfach Geld zu sparen, man muss einfach nur ein bisschen Werbung schauen. Das halt dafür, dass ihr das die Information habt und wir sagen danke dafür, dass ihr diesmal Werbung schaut. Es ist nicht für uns, es ist wirklich hier fürs Ahrtal. Genau. Ja, dafür das zu diesem Thema und jetzt machen wir einen schönen Blick hier. Also ihr seht es ja schon ein bisschen im Hintergrund, Stefan wird gleich wieder blenden. Genau. Auf jeden Fall sehen wir hier den Campingplatz zur Burgwiese, den es Gott sei Dank nicht so hart getroffen hat, wie halt alle anderen Campingplätze. Er existiert noch. Ja, abgesoffen ist er auch, aber... Aber nicht so schlimm, da können wir euch nachher, beziehungsweise haben wir, das haben wir glaube ich in diesem Video, ich weiß es nicht so genau, es ist ein bisschen schwierig gerade in 2 Videos zu denken, auf jeden Fall. Sonst zeigen wir euch nochmal Bilder, wie hoch das hier gewesen ist, weil es war aber auch nicht die A, sondern es war ein Bach, der von oben dort kommt, der halt sonst in solchen kleinen Rohren durchläuft. Und der konnte halt nicht mehr abfließen, weil die A ja schon voll war. Also genau. Wo soll es sonst hin? Und so ist es ein bisschen halt ins auf den Campingplatz geflossen. Was jetzt immer noch schade ist, es steht immer noch aus, wird er geschlossen, wird er nicht geschlossen. Ich wäre immer noch dafür, lasst ihn offen, weil dann habt ihr hier in der Region was. Aber vor allen Dingen sind im Moment auch sehr viele Helfer da und das ist halt super und ganz ehrlich, ich finde es gut, wenn dann die Helfer auch irgendwo unterkommen können. Und zwar nicht gerade in einem Tiny House, weil da haben wir auch gehört, was da an Summen genommen werden. Da ist das beim Campingplatz schon noch etwas günstiger. Genau, also das muss man gucken. Also wir fänden es besser, wenn der Campingplatz natürlich bestehen bleibt. Auch natürlich für die Besitzer, für Helga, für Guido, der dort arbeitet, wäre das super toll. Aber ich blende euch das jetzt mal ein bisschen was ein. Und dann gehen wir mal weiter. Genau, weil wir wollen ja auch noch wieder Silvester und Neujahr hier erleben. Ja, für euch, wir gucken mal noch auf die Temperatur. Es sind da sage und schreibe 13 Grad. Gestern waren wir in Neuwied und da kam dann ganz überraschend noch Dirk von Avanti und Tour vorbei. Den haben wir ja geschrieben, dass wir da sind. Wir waren ja auf die Spuren von Dirk. Dazu gibt es kein Video. Nein. Weil da haben wir gesagt, einen Tag müssen wir uns noch ein bisschen ausruhen. Aber da hatten wir ja gestern, sage und schreibe, am 30.12. 16 Grad. Wir wollten die Badehose rausholen und in den reinspringen. Das war ja echt schon Frühjahr. Also das ist Wahnsinn. Und das ist jetzt auch wieder, die Sonne scheint wunderbar. Und das, um euch das gleich zu sagen, warum haben wir einen schwarzen Malibu uns genommen und keinen hellen? Genau, weil es deshalb jetzt warm im Auto ist. Genau, weil die Sonne, im Sommer könnte es vielleicht ein bisschen heißer werden als in einem hellen, aber das sind keine 5 Grad mehr, das können wir euch jetzt schon sagen. Und vor allen Dingen, man darf auch einzig vergessen, Fenster auf und dann wird das auch recht schnell kühl, weil die Wärme ja nach oben in den Dachhauben sozusagen sofort weggeht. Deshalb, also das haben wir schon ausprobiert, das haben wir schon gekannt. Ja. Auf jeden Fall jetzt im Winter, wenn jetzt die Sonne da ist und wir haben es kalt, weil das hatten wir auf der Hinfahrt nach Hessen.
also zwei Teile zurück, da hatten wir es richtig schön muckelig, weil die Sonne das Auto gewärmt hat. Also wir sind Ganzjahrescamper, deshalb ein schwarzer Camper, weil wir mögen es im Winter doch schon wärmen. Und im Sommer kann es uns manchmal nicht heiß genug sein. Für uns heiße Börschlein. Nein, so schlimm ist es dann doch nicht. Ja, und wir laufen noch ein bisschen jetzt hier umher, blenden euch jetzt noch einige Bilder ein und dann melden wir uns entweder vom Buggy wieder oder vom innerhalb des Dorfes. Das wissen wir noch nicht so genau. Einen kleinen Break in diesem Video und zwar direkt aus dem Schnitt, weil uns beim letzten Video oder ihr habt uns aufmerksam gemacht im letzten Video, dass ihr euch vielleicht nicht entscheiden könnt. Wir haben ja euch einige Sachen vorgestellt, Arcades and Friends, Maischoss, Burg, also Campingplatz zur Burgwiese oder das 5-Euro-Haus. Und wenn ihr nicht wisst, wo ihr eure Spende hingeben wollt, wir haben eine Möglichkeit geschaffen und zwar PayPal Me, We Are Together ist auch unten eingeblendet. Da könnt ihr gerne Geld hinsenden und dieses Geld packen wir dann auf unsere Werbeeinnahmen, die wir mit diesem und dem letzten Video zusammengepackt haben. Das packen wir zusammen und dann werden wir das einfach dritteln. Einmal auf Campingplatz zur Burgwiese bzw. Gemeinde Maischoss, 5-Euro-Haus und auch R-Kids and Friends. Sollte sich noch was dazugeben, vielleicht aus Recht, dann werden wir es da auch nochmal, dann werden wir es halt vierteln. Auf jeden Fall, wir werden das dann zu gleichen Teilen aufteilen. Also wenn ihr euch nicht entscheiden könnt, dann schickt es uns, dann werden wir die Entscheidung treffen. PayPal.me/WeAreTogether und jetzt gehen wir wieder zurück ins Video. Ja, also wir haben uns jetzt einiges angeschaut, schöne Häuser weg, Jägerstübchen weg. Ziemlich erschreckend. Und wenn man da anguckt, da ist es. Dieses Flüsslein hat diese ganze Kraft und Macht, das alles da, was ihr seht. Da waren alles mal Weinreben, alles planiert. Also ja. Ich habe eine persönliche Meinung, dass man diese Wiese lassen sollte für zukünftige Katastrophen, denn sie werden öfters kommen. Wir kennen Klimawandel haben wir. Und der hat viel damit zu tun, was hier passiert ist. Wahrscheinlich wäre es halt auch gut, die A ein bisschen breiter halt zu gestalten. Sie braucht ihren Lauf. Also das ist bei uns komisch, weil wir im Sommer 2019 haben, waren wir mit ein bisschen Knöchel waren wir gerade mal in der A. Weil da ist nicht viel drin, aber wenn sie kommt, dann richtig viel. Ja, hier sind noch ein paar Tiny-Häuschen. Ich wollte gerade sagen, also auch in die Richtung, da wo die Tiny-Häuschen stehen und dann noch ein Stückchen weiter. Das war der Wohnmobilistenplatz hier in Maischoss. Ja, der ist jetzt weg. Da ist einiges weg. Wir schauen uns noch ein bisschen hier um, weil wir brauchen noch ein bisschen für uns Material, damit wir das andere Video, ihr habt es ja schon gesehen, aber für uns müssen wir das erstmal aufbauen. Das heißt, ihr seht eigentlich jetzt die Entstehung dieses anderen Videos. Und trotz allem, das Einzige, was hier wirklich schön ist und bleibt, das sind A, die Freundlichkeit der Menschen immer noch. So und, herzlich sind und die alle. Und wirklich die Weinberge, die sind immer noch traumhaft schön. Und wie gesagt, eins haben die Leute hier nicht verlassen, das ist die, definitiv die Herzlichkeit von den Menschen hier im Ahrtal ist weiterhin besteht hier. Ja. Und deshalb ist es uns auch ein Herzensanliegen, hier ein bisschen zu helfen, wenn halt nur mit so einem Video. Aber wie gesagt, jede Werbung, die ihr hier seht und die ihr durchklickt, wie gesagt, dieses Geld geht 1:1 an die Bedürftigen hier im Ahrtal. Genau.
So, wir waren kurz am Stellplatz, haben uns jetzt noch Wasser besorgt, haben auch noch was getrunken, haben uns dann noch mal ein bisschen entklatert. Ja, weil das Wetter nämlich so gut ist, haben wir gesagt, wir gehen noch weiter. Genau, wir machen den Rotwein-Wanderweg wieder, gehen jetzt auch noch nach Rech, holen uns dort auch noch mal die Stimmung ein, wie es da ist. Da gab es ja die Nepomuk-Brücke, die zerstört worden ist, und einiges anderes auch. Deshalb dachten wir gehen da jetzt auch hin, schauen uns das an, damit, ja, wie gesagt, ist es halt ein bisschen irritierend, weil das Video, für was wir das brauchen, das drehen wir noch, habt ihr aber schon gesehen. Genau. Ja. Manchmal ist das halt ein bisschen alles wirr, aber dafür sind wir ja bekannt. Und warum wir jetzt hier außer Atem sind, ist, weil es jetzt hier bergauf geht. Ja. Überhaupt nicht. Nein, nein, nein. Wir gehen hier die ganze Zeit schon bergauf. Aber ich glaube, wir können gleich noch mal ein paar Einblendungen machen. Das machen wir. Und jetzt müssen wir euch ausmachen, weil... Gut gelaufen sind wir schon mal. Über 11 Kilometer haben wir heute gemacht. Jo. Also, wenn man so will, gehen wir sportlich aus dem Jahr heraus. Ja. Haben uns ja einiges angeschaut, was für uns nochmal wichtig war, das alles im Kopf zu kriegen und halt wirklich auch euch dann was gezeigt haben zu können. Ist ja wieder irritierend. Ja, und jetzt geht's mal zum Auto. Und dann werde ich auf jeden Fall mal die Schuhe raus und dann mal schauen, was noch so passiert. Genau. So, nachdem wir uns ein bisschen ausgeruht haben, nachdem wir die sehr, sehr, sehr langen Fußmarsch, also wieder 11 Kilometer, das ist echt schon ein Dings, Bums. Genau, gibt's für mich Essen? Genau. Eigentlich wollte ich den zeigen, aber gut. Achso, du würdest den zeigen? Ich dachte, dann zeig hier, hier, guck mal hier. Puschelrin. Also wenn man das riechen könnte, dann würde das... Dann würdet ihr genauso machen. Nein, 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 das riecht sehr lecker. Das ist nämlich Balsamico-Essig. Der Gute? Ja, der Gute. Aus Hamburg, also aus der Hamburger Gegend. Wir kaufen die meisten in Hamburg. Aus Spanien. Suchen immer die Wochenmärkte ab dafür. Mhm. Haben wir euch aber auch schon mal in einem Video gezeigt. Ja, ja. Jo, wir werden jetzt in Ruhe essen. Wir haben es nämlich jetzt gleich 18 Uhr. Also haben wir noch 6 Stunden vor uns. Wir schauen jetzt ein bisschen fern. Und ja, mal gucken, was dann noch so kommt. Wichtig ist natürlich, dass wir mit dem guten A-Wein hier anstoßen. Weil wenn wir schon im A-Teil sind, sollte man auch damit anstoßen. In diesem Sinne, Prost! Prost! So, jetzt nochmal die letzte Aufnahme aus dem Jahr 2021. Wir können wirklich sagen, es sind nämlich die letzten 50 Sekunden. Genau. Wir schauen hier die ganze Zeit dieses ZDF Live. Willkommen 2022. Naja, kann man mal machen. Aber für mich war das immer so Tradition, weil eigentlich immer dann die Uhr eingeblendet worden, die letzten 10 Sekunden, konnte man sehen. Jetzt laufen ja die ganzen Künstler an. Ihr habt das alles schon gesehen. Das ist jetzt sehr für uns irritierend. Ja, gut. Aber das kommt ja noch relativ dicht beieinander. Deshalb können wir das jetzt auch mal. Es knallt hier schon. Das ist ja unfassbar. Wie kann denn das hier knallen? Ja. Wir haben noch 20 Sekunden. Ja, 15. Das geht dann wahrscheinlich hier runter. Oder was machen die jetzt mit der Uhr? Aha. 10, 9, siehst du? Jetzt 8, 10 runter. 7, 6, 5. 5. Nimmst du mal dein Glas. Ja. Hallo. Wir wollen das ja nicht verpassen, ne? In diesem Sinne, ein Prost. Gesundes neues Jahr. Guten Morgen. Guten Morgen, sagt er. Ist dir eigentlich bewusst, dass es schon, warum zeigt mir die Uhr nicht an, 12 Uhr ist? Ja, ist mir bewusst.
Ja, wir haben es heute natürlich am 01.01.2022. Da muss man sich ja jetzt gewöhnen. Ja. Haben wir es mal ganz ruhig und locker angegangen. Immerhin war der gestrige Tag auch ein sehr, 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 sehr langer Tag. Und gestern sind wir so viel gelaufen. Und weil wir gestern so viel gelaufen sind und Klärchen heute sich zwischen den Wolken zeigt, Laufen wir heute wieder so viel. Naja, ob wir so viel laufen, wissen wir nicht. Aber zumindest wieder einiges. Wir laufen einiges, laufen jetzt nämlich zur Saffenburg. Genau, da nehmen wir euch mit. Wir wollen uns von der Seite mal, ja, ich sag mal, hier das Ganze anschauen. Und es ist ein schöner Ausflug. Die Saffenburg ist immer einen Besuch wert. Genau. Geschlafen haben wir sehr gut. Ein bisschen Knallerei gab es hier auch. Aber sehr wenig. Also sehr wenig, wie allgemein ja in Deutschland. Nicht so wie auf der Welt. Ja, aber es war trotzdem schön, dass die eine oder andere kleine Rakete oder vielleicht so ein, weiß ich nicht, wie heißt das, so eine Batterie, konnte man genau. Mal ein bisschen was sehen am Himmel. Das war natürlich schon schön. Ja, man sollte auch die Jahre besser verabschieden. Vielleicht läuft es dann noch mal ein bisschen besser wieder. Naja. Ja, das Dörfchen ist natürlich noch in völliger Ruhe. Ist klar, weil, wie gesagt, viele werden heute ausschlafen, so wie wir es auch getan haben. Ne? Genau, und wir zeigen euch jetzt nochmal die Saffenburg. Alter Falter. Also das hat man nicht mehr in Koppe, wie stark das eigentlich hier mäßig nach hinten geht. So. Nach oben geht. Nach oben geht. Willst du noch richtig machen. Auf jeden Fall, der Anblick ist schon erschreckend. Ich weiß gar nicht, doch das kriegen wir noch hin, weil wir ja nochmal da runter gehen. Wir blenden euch dann nämlich jetzt mal zwei Bilder ein. Einmal Oktober 2020. Ja. Und einmal halt 1.1.2022. Da sieht man auch schon, dass einige Häuser fehlen. Zumindest ein Haus fehlt und die ganzen Wohnmobile, was jetzt planiert ist. Hm. Ich weiß noch nicht, was ich davon halten soll, dass sie das alles wieder so zuplatinieren. Wasser braucht seinen Ablauf. Ja gut, und der Wohnmobilstellplatz soll wohl auch wieder aufgebaut werden. So direkt an der A. Naja. Ja, als wenn man aus Fehlern nichts gelernt haben will. Also ich kann das noch nicht so ganz nachvollziehen, aber das müssen die hier vor Ort für sich entscheiden, wenn sie das meinen, das ist für die dann richtig. Ich würde sagen, nee, eigentlich nicht wirklich. Weil, wie gesagt, wir haben jetzt wirklich den Klimawandel, das Ahrtal hat es mitbekommen, wir haben es überall mitbekommen und das ist erst der Anfang. Also, naja, das ist das Kritische. Trotz allem, uns geht es hier gut. Wir genießen den Ausblick trotz allem, weil die Weinberge hier zu sehen, ja, das ist schon was Schönes. Wir werden jetzt nochmal einen Blick auf rechts werfen. Da sind wir auf der anderen Seite. Mhm. Da müssen wir aber einen Stockwerk tiefer gehen. Oder höher. Willst du höher? Ja. Du willst nach oben. Also nochmal kraxeln. Also nicht genug gekraxelt. Wir haben uns kurz ausgeruht. Ja. Also los geht's. Also dieses Jahr fängt schon wettertechnisch richtig cool an. War ja gar nicht angesagt. Umso besser ist es immer. Also kann man sagen, letztes Jahr schön aufgehört, neues Jahr toll angefangen. Ja. Ja, und eins kann man auch sagen, also so von der Temperatur her und so weiter, ist mega warm. Also ich würde sagen, gefühlt hat man hier, weiß ich nicht, 18, 19 Grad, weil man sich auch bewegt logischerweise und in der Sonne ja sowieso. Aber ich glaube, so vom Wetter her im Schatten sind es so 13. Das kann gut möglich sein. Meine Uhr läuft noch mit anderen Sachen, deshalb sehe ich das gerade nicht. Ach so. Naja, 13 Grad. 13 Grad. Also es ist auf jeden Fall ziemlich warm. Da kann man nicht meckern. Ja, wir sind auf jeden Fall dann gleich jetzt eine Runde rum von unserem Campingplatz über die Saffenburg nach Rech. Ja. Und dann wieder zurück das Ganze. Also haben gut Kilometer hinter uns. Wie viel das dann sein werden, werden wir euch dann sagen, wenn wir angekommen sind. Und dann gibt es erstmal eine Brotzeit und einen... Beides? Ja, nicht. Oder nur das... Ja. Also ich habe kein Problem. Also ich habe sauber Hunger wie ein Bär. Ja. Ja, das sind hier die Reste der Trauben. Ist halt so. Auf jeden Fall, das werden wir jetzt gut machen. Lecker Apfelpfanne gucken.
Brotzeit, ja, haben wir noch genug Brot, können wir eigentlich beides machen. Genau. Kann ja nur eine Stulle essen. Genau, so mache ich das auch. So, und dann sehen wir uns gleich am Auto. Am Camper. Am Camper, genau. Angekommen sind wir. Ja. Nach über 9 Kilometern. Mhm. Weniger gelaufen als gestern, glaubt man gar nicht. Weil ich hätte gedacht, der Weg war weitaus mehr, aber nein, das waren nur 9 Kilometer. Trotzdem, man ist ganz schön geschafft. Ja. Ja, war guter Marsch. Wir haben unsere Heizung auf 12 Grad und sie springt nicht an. Das ist das Schöne an einem schwarzen Fahrzeug, wenn die Heizung aus ist. Wenn die Sonne kommt, die dann ist es warm. Du brauchst hier keine Heizung. Aber gut, richtig, draußen haben wir ja auch 13 Grad oder sowas. Also 13 Grad, aber trotzdem, hier drinnen ist es richtig warm. Also hier sind, wir wissen es ja leider nicht, da haben wir ein kleines Problem. Doch, ich krieg das raus über die Batterie. Momentchen mal. Über die Batterie, aber leider nicht über unsere Heizung. Unsere Truma-App hat nämlich ein paar Probleme. Das ist ein bisschen ärgerlich, aber da haben wir Truma schon angeschrieben, ob die uns ein bisschen helfen können. Weil seit dem Umbau keine Temperatur und keine Wassertemperatur wird uns angezeigt. Das ist ein bisschen komisch, weil das hat vorher funktioniert. Ja, müssen wir mal schauen. Also gut, unten ist es jetzt ein bisschen kälter. Und was sagt sie? Unten sagt sie so 19 Grad ungefähr. Ja, aber dann haben wir 19 Grad hier drinnen. Naja, es wird ein bisschen mehr sein, weil hier oben ist auf jeden Fall wärmer. Ja, auf jeden Fall ist es so warm, dass wir auf jeden Fall erstmal keine Heizung brauchen. Das am 1. Januar 2022, glaubt man gar nicht. Ja, ja, das ist schon schön. Stefan rührt sich einen Teig zurecht für einen lecker Apfelpfannekuchen. Ja, ich glaube, der ist auch schon soweit gut, aber wir werden erstmal eine Brotzeit jetzt machen. Genau, also jetzt wird richtig gefuttert und ich glaube, dann machen wir ein bisschen Pause, weil so früh brauchen wir dann auch kein Abendbrot machen. Nee. Diesmal nicht. Gut, dann würden wir sagen, Mahlzeit. Nachdem wir gut gegessen haben, ist es das nächste Essen. Ist schon wieder Zeit fürs Essen. Genau. Und zwar sehe ich gerade, hier ist ein Hühnchen noch dran. Möchte jemand ein Hühnchen haben? Was ist? Ja. Aber Hühnchen gibt es heute nicht. Hühnchen gibt es heute nicht. Heute gibt es wieder. Man sieht es ja, also man sieht es nicht, weil die Kamera ist nicht so weit aufgerüstet. Aber ich kann ja mal zeigen, was ich eigentlich fabriziere. Ja, hier ist Ei, da ist Semmelkrüm, hier ist Fleisch. Was würdet geben? Natürlich was Vegetarisches. Ja, auf jeden Fall. Ganz vegetarisch. Genau. Lecker Schnitzel machen wir am ersten Tag. Oh, da muss ich aufpassen. Da ist ja schon ein Dings drin. Am ersten Tag im Jahr machen wir gleich hier richtig Sauerei, sehe ich gerade. Wir haben ja damals das Auto hier auch gleich richtig eingeweiht. Das muss man auch dazu sagen. Wir haben gleich das erste Wochenende schön mit Schnitzel begonnen. Ja, also geht's jetzt weiter mit Schnitzel. Genau. Das war halt das Einfachste fürs neue Jahr, kann man sagen. Und das haben wir jetzt auch gemacht. Oder das machen wir jetzt. Für 2 Tage. Ja, wenn man sich das anguckt, würde man sagen, die sind ganz schön verfressen. Nein, die Arbeit wird einmal gemacht und dann wird das in Lok- und Lokdosen gepackt und gut ist es. Dann hat man da Ruhe und muss man morgen nicht nochmal anfangen, sondern kann gleich mit dem Braten anfangen. Naja, aber trotzdem, sieht ganz schön verfressen aus. Für 2 Leute ist das doch schon eine Menge. Naja, sind ein paar Scheibchen. Aber für uns gerade so richtig. Sind aber dünne Scheiben. Ja, so muss es sein. Minutensteaks. Minutenschnitzel. Minutenschnitzel, genau. Ja, dazu gibt es Kartoffelchen. Achso, apropos Kartoffeln, sollte ich mal anmachen. Und Kaisergemüse. Also wieder richtig gut, lecker Essen machen wir hier. Und ja, soweit das Essen fertig ist, melden wir uns wieder. So ist das. Eine Mu, eine Me, eine Tetra-Tete. Ist der wieder durch. Ja, Essen ist fertig. Musstest du hochhalten oder soll ich die Kamera einmal? Ich soll es hochhalten. Ich kann einfach mal runter. Da steht ein Glas Cola davor. Ich wollte gerade sagen. Also, Mahlzeit. Sehr lecker, wieder super gekocht. Und jetzt essen wir. In diesem Sinne, stoßen wir nochmal an. Und diesmal der gleiche Wein. Auf ein frohes, gesundes neues Jahr. Genau, gesundes neues Jahr. Prosit. Mahlzeit. Mahlzeit. So, da haben wir schon wieder 22 Uhr. Es sind die ersten 22 Stunden vom neuen Jahr. Schon wieder vorbei. Puff, alle vorbei, genau. Wobei wir sagen können, also wir sind heute wirklich viel gelaufen und das hat uns nochmal gezeigt, es ist so wunderschön hier im Ahrtal. Also die
Weinberge, die ziehen wirklich hin. Also wir sind ja wirklich da hoch zur Saffenburg gelaufen. In die Richtung. Dann einmal komplett bis nach rechts, dann wieder runter, durch rechts den Dorfkern durch und dann... wieder in den Weinberg hoch. Also die Weinberge sind einfach traumhaft. Das ist einfach so. Auch zu dieser Jahreszeit, auch wenn jetzt nichts grün ist und so weiter, es ist trotzdem schön. Ja, es ist halt so das Frühjahr, ne, was wir so noch nicht erlebt haben. Also wirklich mal Silvester hier verbracht. Naja, kann man auf jeden Fall machen. Also ja, empfehlen wir euch auf jeden Fall. Ja, dann haben wir eben gerade einen schönen Film geguckt. Ja. Das Schlimme ist, ich weiß schon wieder gar nicht, wie der hieß. Aber sehr zu empfehlen ist auf jeden Fall mit... Morgan Freeman und... Michael Caine. Genau. Aber... Wie gut seine letzte Stunde oder irgendwie so? Oder Stunde? Nee, oder? Ach, ich weiß es nicht mehr. Wir können euch das gleich sagen. Ich muss ja nur ein bisschen gucken. Ich habe das ja irgendwo geschrieben. Ah. Abgang mit Stil von 2017. So, also richtig cooler Film. Also. Ja, empfehlenswert. Ja, wir werden jetzt ins Bettchen gehen, müssen Brötchen rauslegen, weil wir Brötchen morgen früh essen werden. Leider genau, können wir sie hier nicht kaufen. Hätten wir gerne gemacht bei Vidos Café, glaube ich, heißt das. Also wenn ihr hier seid, da sind richtig lecker Brötchen. Also wenn ihr mal durch Zufall kommt, da könnt ihr lecker Brötchen, lecker Brot kaufen. Und wir wollen ja auch die Leute hier noch ein bisschen unterstützen. Also auch wenn wir halt hier sind, aber trotzdem etwas Unterstützung im Ahrtal. Und das tun wir natürlich hier beim Campingplatz schon mal und natürlich auch bei unserem Weingut. Genau, da wollen wir nämlich morgen hin. Morgen heißt es, wo wir jetzt noch schlafen werden, morgen die Weinflaschen pennen. Wie wahrscheinlich. Gut, wie gut, dass wir nicht dann mehr schlafen müssen. Genau. Das soll es jetzt gewesen sein. Wir wünschen euch eine gute Nacht und morgen geht's weiter. Sagst du nicht gute Nacht? Ich soll auch noch gute Nacht sagen. Also, gute Nacht. Also, geht doch. Guten Morgen. Guten Morgen. Wir haben es schon 10:30. Jetzt müssen wir uns langsam hinmachen. Ja. Weil wir müssen noch den Platz bezahlen und dann geht's ja nach Rech. Zu unserem Weingut. Genau, da wollen wir noch ein bisschen Wein einkaufen. Da müssen wir uns auch noch mal im Klaren sein, was wir noch an Wein wollen. Ja, das werden wir dann vor Ort noch mal checken, was wir dann brauchen. Das gucken wir einfach, was der Markt so hergibt. Ne? Richtig. Ja, auf jeden Fall gut geschlafen haben wir. Auch die letzte Nacht hier war richtig gut. Ich muss sagen, ich bin echt froh, dass ich wirklich die Ohrproppel drin habe, weil der Kühlschrank ist doch sehr, sehr, sehr laut. Also weitaus lauter als der andere. Mich stört's nicht. Aber das geht, glaube ich, vielen so. Die einen sagen, ja, nee, das stört mich extrem. Die anderen sagen, nee, stört mich gar nicht. Ich schlafe mit dem Ohr aber auch direkt neben den, ne? Also so. Mich hat dieser andere Kühlschrank mehr gestört, der immer so, weiß ich nicht, beim Anlaufen so also knallt hat. Also ja, das war ätzend. Also es war schon, aber man kann damit leben, wenn man weiß, wie es funktioniert. Im Sommer können wir wahrscheinlich, wenn wir nicht gerade Eis drin haben, oder jetzt im Winter, wenn wir mal nicht Eis drin haben, können wir einfach den hochstellen, Gefrierdinger rein und dann kann man ausschalten, dann ist das nicht so das Problem. So ist es. So, jetzt haben wir noch ein bisschen was zu tun. Und ja, wir melden uns auf jeden Fall nochmal wieder. Zeigen euch jetzt noch ein paar Bilder, die wir hier aufgenommen haben. Ja. Und ja, das nächste Mal dann wahrscheinlich, wenn wir schon wieder was futtern. Das war wieder ein Einkauf. Wir haben wieder gut Geld dagelassen. Und wie immer schön. Und diesmal mit noch mit mehr Freude, weil jeder Cent zählt hier. Wie gesagt, wir möchten, dass hier Oliver mit seiner Familie wieder stark aufbauen kann. Wie gesagt, der junge Mann ist ja, wie wir jetzt gehört haben, wir verraten ja mal was, 32 Jahre alt geworden. Mhm. Und in den jungen Jahren hat er noch viel vor und das möchten wir natürlich, weil es ist ja auch schon die dritte Generation hier bei O'Shell und
Wir sagen den Namen auch ganz effektiv. Wenn das Werbung ist, stört uns mal überhaupt gar nicht, weil wir wissen, dass das wirklich sehr gutes Wein ist. Ja. Und die unterstützen hier gerade auch den Ort recht. Wir haben Flutwein gekauft, die haben hier wirklich, was hatten sie gesagt, 15.000, 14.000? 15.000 Euro sind, glaube ich, da zusammengekommen und die sind direkt an die Feuerwehr hier gegangen und die haben halt da ganz viele tolle Sachen mitgemacht. Also das ist schon wirklich sehr, sehr toll. Also sie sind Gott sei Dank, also Glück im Unglück, es war nur der Keller, es waren 40.000 Flaschen, die kaputt gegangen sind. Das ist natürlich weggespült, ja. Aber sie hatten wirklich Glück und das zeigen sie, indem sie Glück gehabt haben, haben sie den anderen Leuten unterstützt. Deshalb unterstützen wir natürlich hier gerne dieses Weingut. Genau, und sie sind sehr hilfsbereit damit anderen, die es noch schlimmer erwischt hat. Das finde ich total toll, wirklich. Also genau. In der Not auch noch andere zu helfen und ja, gemeinsam ist man stark und das zeigt sich hier sehr gut. Also hier zeigt man nochmal, also Solidarität, also das A steht ja drin, das ist wirklich... steht hier ganz weit nach ganz weit oben. Ja, für euch auch nochmal, wir haben alle Spendenlinks, die wir in dem anderen Video auch mitgeteilt haben. Also sprich einmal A-Kids and Friends e.V. Genau. Dann natürlich das 5-Euro-Haus und Guido auch bei also dem Campingplatz zur Burgwiese, genau. Wo ihr ja für Maischoss oder für den Burgplatz spenden könnt. Das haben wir euch alles unten reingetan. In die Infobox, also da könnt ihr ruhig mal nachschauen und wenn ihr doch auch was überhabt oder so, lasst gerne dort bei den gewünschten Optionen doch mal auch noch ein bisschen Hilfe da. Genau, denn da kommt es wirklich 1:1 an. Wir haben viele andere Spendenkonto, da weiß man bis heute nicht, wo es angekommen ist. Das ärgert einen wirklich auch. Und es gehen auf jeden Fall oftmals mehr als 20% oder sowas für Verwaltung oder 19% für Verwaltung und so weiter weg. Also da muss man halt auch aufpassen, das ist halt sehr traurig. Ja. Genau, also das darf es eigentlich nicht sein, wenn man spendet. Aber es gibt wirklich, es gibt die schwarzen Schafe, es gibt die grauen Schafe, es gibt viele weiße Schafe. Und wie gesagt, wir haben, glaube ich, jetzt die weißen Schafe bei euch hingemacht. Wir haben es von Guido gehört, der ja beim Campingplatz zur Burgwiese arbeitet, dass da wirklich, wo sie genau unterstützen konnten, wir haben es gerade jetzt hier gehört, da gibt es sogar ein kleines Schweinchen, da werden direkt Leute geholfen, einen Auszubildenden, Kinder und so weiter und so fort. Also es hier wird in der Not wirklich anderen geholfen und das ist wirklich super toll. Das soll jetzt noch nicht das Ende gewesen sein von diesem Video, weil ich habe ja gesagt, das nächste Mal sehen wir uns beim Essen. Ja. Wir werden jetzt noch mal ein bisschen fahren und dann werden wir irgendwann zwischendurch auch Essen kochen. Genau, ist nur die Frage, Essen kochen oder Brot essen wir dann heute Abend? Ja, muss man sehen. Ich glaube, es ist so besser. Also fahren wir noch ein bisschen und dann melden wir uns vom Kaffee trinken aller Schnitzel. Wie auch immer, genau. Also, bis gleich. Pause! Yeah! 17 Uhr, wir sind noch weit entfernt von der Entsorgung und von der Versorgung, aber wir haben Hunger gehabt. Genau. Und deshalb gibt es dasselbe wie gestern. Schnitzel mit Kaisergemüse, Kartoffelchen und Soße und Stefan hat noch einen Salat. Aber heute gibt es nur schwarzes Gold. Ja, mit Alkohol trinken beim Autofahren, das machen wir mal nicht. Genau, wir haben einen Schluck Wein vorhin probiert. Ja, genau. Probieren, denke ich, ist schon okay. Aber das war ja nicht mal. Genau. So, das wirklich. Und du hast ja auch eine große Pfütze. So eine kleine Pfütze. Deshalb, also das ging ja schon. Ja, jetzt werden wir essen. Ja. Und nach dem Essen werden wir nochmal ein kurzes Resümee ziehen von jetzt dem Ahrtal. Und ja, in diesem Sinne sagen wir mal, guten Hunger. So, der dritte Reisevlog unterwegs in der Pfalz, unterwegs im Ahrtal, Silvester im Ahrtal, neigt sich dem Ende zu. Wir haben es sage und schreibe 6:08. Wir wollen eigentlich auch noch gar nicht nach Hause. Sind jetzt hier irgendwo bei einem Museum, haben wir jetzt gegessen. Also hier gekocht, habt ihr ja gerade gesehen. Und ja, wenn man das Resümee machen kann, soll ich oder willst du? Ja, ich kann ja mal weiter erstmal machen. Ja, also man kann ins Ahrtal fahren. Die Straßen sind soweit wieder, dass man sie befahren kann. Man muss die Leute unterstützen, das auf jeden Fall. Das wollen wir auch weiterhin tun. Und das wäre auch unser Wunsch, dass das auch von allen anderen auch so passieren wird. Die Leute sind da schon schlimm genug gebeutelt. Und ja, das Ahrtal ist wunderschön.
Auch wenn es jetzt unterhalb etwas, also was heißt etwas, ganz schön zerstört ist, aber es ist zumindest oberhalb, es ist sehr schön und auch oberhalb gibt es ja auch noch Häuser, die sind da dementsprechend auch nicht betroffen. Ganz, ganz wichtig, unterstützt das Ahrtal. Denn die Leute brauchen dort ihre Arbeit, sie müssen dort auch ihre Berechtigung haben, sonst geht das irgendwann alles vor die Hunde und dann ist es halt für niemanden mehr schön und vor allen Dingen auch nicht für die Leute dort. Ne? Ja. Genau, davon leben im Endeffekt auch die Leute dort. Auch wenn ich so die Winzergenossenschaft im Malschoss angucke, ja, da arbeiten sehr viele mit dran. Und ja, wenn da keiner ist, dann lohnt sich das nicht. Und wie gesagt, für uns, sagen wir ganz ehrlich, aus dem Ahrtal kommen wirklich die besten Weine für uns gesehen. Wie gesagt, es ist ein Rotweingebiet, dafür ist es bekannt. Ja. Kann ich jetzt nicht zu sagen, dazu könnte er aber sagen, er hat wie gesagt, heute auch ein ganz kleines wie gesagt, Mini-Stückchen von einem sehr, sehr besonderen Wein, den es jetzt nur ausgrund der Flut gab, ja, hat er probiert. Also das wird er auf jeden Fall mit seinem Vater dann zusammen trinken. Ja, barrique gereifte Weine. Also das Problem ist, man konnte nicht mehr erkennen, welche Weine dort in welchem Barrique sind. Und man hat halt dann verschiedene Sorten, Rebsorten dann auch zusammengemischt. Genau. Und daraus einen ganz besonderen Wein, beziehungsweise zwei ganz besondere Weine gemacht. Das ist schon toll. Also die schmecken sehr, sehr lecker. Auf jeden Fall, da sagen wir, kommt ins Ahrtal. Wie gesagt, achtet bitte drauf, wenn nicht alles so ist, dass vielleicht mal ein Geschäft zu hat oder beziehungsweise ein Restaurant zu hat. Es ist schwierig, auch in der Zeit zu planen. Deshalb schaut auf deren Internetseiten, schaut auf deren Facebook-Seiten und so weiter und so fort. Guckt nach, wenn die auf sind, fahrt hin. Es ist immer wieder schön. Wir hatten es heute Gott sei Dank gesehen. Es sind einige gekommen. Also auch bei Urschel kamen dann doch Gott sei Dank einige, die gut Wein eingekauft haben. Und wie gesagt, das brauchen die auch. Das ist halt wichtig. Und das definitiv. Also wir werden dem Ahrtal weiterhin treu bleiben. Und nochmal für euch, ihr habt mitgekriegt, in dem Video waren einige Werbeeinblendungen da. Vielleicht hat es euch auch genervt. Aber wie gesagt, jede Werbung, die ihr guckt, bringt Geld. Und wenn es manchmal nur 10, 20 Cent ist, aber alles das, was zusammenkommt, wie gesagt, bis zum 31.03. von diesem und dem anderen Video, das werden wir dann aufrunden zu einer glatten Summe. Genau. Und das werden wir ins Ahrtal spenden. Alle wichtigen Spendensachen sind unten eingeblendet. Also ihr tut etwas Gutes für die Leute im Ahrtal. Und wenn ihr Wein kauft, tut ihr nicht nur was Gutes für die Leute dort, sondern ihr tut was Gutes für euch selber. Das auf jeden Fall auch. Man hat nämlich auch was davon. Also in diesem Sinne soll es das gewesen sein. Silvester im Ahrtal. Wir haben es nicht bereut. Auf gar keinen Fall. Und ja, wenn ihr mehr wissen wollt, wie es weitergeht bei uns, ja, einfach Kanal abonnieren. Ja. Dranbleiben, das ist wichtig. Ne, Facebook, Instagram, da seht ihr auch immer das Neueste. Ist ja alles jetzt schon eingeblendet. Ne? Und in diesem Sinne sehen wir uns schon bald wieder beim neuen Video auf unserem Kanal. Kreuzfahrtcamper. Ciao, ciao. Tschüss.